Hallo liebe Spielende, heute schauen wir uns Hearthstone an. Mein Name ist Garion Metatron und wir gucken uns die neue Erweiterung Gnome gegen Goblins an. Und Goblins gegen Gnome, so heißt es. Und wir haben den 10.12., da bekommt man 3 Packs geschenkt. Ihr seht das hier, spielt während des Eröffnungsevents. Und das gilt bis zum 19. Dezember, also die nächsten 9 Tage könnt ihr noch 3 Packs geschenkt bekommen. Quests sind natürlich immer noch die alten. Und hier sieht man auch einmal, dass Karten geändert wurden, nämlich der Goblin-Auktionator. Ich glaube, der kostet jetzt 1 Mana mehr. Also wir können jetzt 3 Packungen öffnen, haben ein bisschen gespielt, also können sogar 4 Packungen jetzt öffnen. Die vierte ist jetzt aber über die Arena dazugekommen. Ihr seht hier im Shop, kann man jetzt also die klassischen Karten für 100 kaufen oder die Goblins gegen Gnomen Karten für 100. Also beide kosten das gleiche, haben halt nur andere Karten drin. Jetzt öffnen wir mal das erste Paket. Und haben hier eine goldene Schamanenkarte. Eine normale Karte für Mechs, also auch schon für Goblins. Hier Goblin Sprengmagier, selten. Es muss ein Mech auf dem Feld liegen, sonst macht er keinen Sinn. Dann hier ein mechanischer Yeti, auch wieder eine Mech-Karte. Und die Dunkelbombe für den Hexenmeister speziell. Ist aber auch mit dem Zahnrad im Hintergrund eine Goblin versus Gnome-Karte. So, dann haben wir hier, fügt allen Dienern 2 Schaden zu, ein Mech. Dann ein Felskiefer-Troll, der ist normal, eine seltene Schamanenkarte und hier den Kobraschuss vom Jäger. Die scheint auch neu zu sein. Die habe ich vorher noch nie gesehen. 2-mal sofort, also das Maximum, was man so haben kann, haben sollte. Hier dann eine Druidenkarte, richtig schick. Auch aus dem Goblin-Set. Eure Mechs kosten ein weniger, wieder eine Mech-Karte und nochmal den Cobra-Schuss. Naja gut, entzaubern, ne? Dann hier den Nervothron, Spot und Gottesschild sofort und den Bombenwerfer, eine seltene Karte. Also hier schöne Karten, muss man schon sagen, dabei. Nur wie man die ins Deck einbaut, das wird natürlich wieder ein bisschen kompliziert. Hier eine goldene Karte, verleiht eurer Waffe +1 Angriff, ein Mech. Dann die winzige Exorzistin, die scheint auch neu zu sein. Ein bemannter Schredder. Hier der Hexenmeister, wieder was Neues. Und ein Ghibellinpirscher Verstohlenheit. Ja, das waren die neuen Karten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonniert mich. Bye, bye.